Hallo und herzlich willkommen zurück bei Cradle. Ja, letztes Mal hatte ich hier ein kleines Problem mit irgendwelchen komischen Störgeräuschen. Weiß nicht, was da los war oder so, deswegen hatte ich eben das Ende abgeschnitten, um euch davor zu bewahren. Das war wirklich grausam. Wirklich, wirklich grausam. Wir haben hier die Batterie jetzt geholt. Da vorne materialisiert sich auch schon wieder so ein garstiges Etwas. Packen wir einfach mal den Lightsaber. They had exceptionally developed visual perception, visual and aesthetic. For them, the shape, color and the like of surrounding objects was of critical importance. Some things were beautiful in their eyes, others the definition of ugly. And here's the kicker. They were always in consensus. But it was that very ability that ultimately became their blight. The particulars, however, I still do not know. Okay, die Besonderheit der Kinder war anscheinend ihr Blick für schöne und hässliche Sachen. Und, ja, so wirklich genaueres kann sie uns immer noch nicht sagen, die Ida oder Aida. Genau, das waren die Besonderheiten der Kinder. Die waren, ja, die hatten irgendwie eine leichte Störung, aber auch gleichzeitig wie eine Art Gabe. Hey, wir haben die Batterie und werden uns mal wieder Richtung Heimat begeben. Gucken wir mal, was uns unsere Roboterfreundin noch so alles erzählen kann. Und diese komischen Schatten, ich weiß immer noch nicht, was es mit denen auf sich hat. Ja, werden wir schon noch irgendwann rausfinden. Hey, heute haben wir leider keinen Besuch von unserem Arbeitskollegen. Ich würde mal gern hier wieder irgendwo ein Stück woanders hinlaufen. Ein bisschen das wieder entdecken, so die schöne Welt, was hier eigentlich aufgebaut ist. Ah, okay, das ist ja immer noch das Geräusch, dass die Batterie zur Neige geht. So, wieder in den sicheren vier Wänden. Ich finde es ein bisschen schade gerade, muss ich sagen, dass das sich gerade sehr wiederholt. Also in den Gabara Garden oder die Gabara Klinik rauflaufen. Wieder retour, wieder rauf, wieder retour. Finde ich gerade ein bisschen schade. Ja, jetzt reparieren wir einfach mal wieder hier unsere Freundin, tauschen den Akku aus und dann gucken wir mal, was uns so erwartet. Did you bring the battery? Ja, ob ich die Batterie gebracht habe? Ja. Ist sie? Lass sie uns austauschen. Here it is. Let's replace it. Go ahead. But you'll need to switch me off first. Ja, wir sollen anfangen, müssen sie aber zuvor ausschalten. Alles klar. All right. Here come the shakes again. Ah, jetzt bekommt sie hier wieder ihre Zuckungen. Ja, da führt jetzt kein Weg drumherum. Well, no way around that. Yep, shut me down. Ja, schalt mich aus. Alles klar. Bis in einer Minute. See you in a minute. Oh. Das ist ein Fenster, oder? Das Sache. Bin ich doof? Das ist ja der Fernseher. Wir haben aber leider kein Spiegelbild. Naja. Dann machen wir mal wieder hier unsere Freundin auf. Batterie raus und eine frische rein. Deckel drauf. Ach, genau, ja. Das war eigentlich schon wieder die ganze Aufgabe.
So, da hat sie sich neu gerebootet. Fragen wir mal, wie es ihr so geht. Two attacks in one day. Zwei Angriffe an einem Tag. I'm breaking records. So, zwei von diesen Zappelattacken. Sie bricht Rekorde. Ja, herzlichen Glückwunsch. Congratulations. Thanks. Danke, okay, ja. Ob sie jetzt mal wieder was herausgefunden hat. Well, did you find out anything? Yes. Ja, hat sie. Ob sie schon ihre Personalnummer oder die ID gefunden hat. Did you find your number? My number? Oh, no, not yet. But I did learn what the children were treated for. Remember I told you that the shape of objects was important to them? Ja, ihre Nummer, nee, hat sie noch nicht gefunden, aber sie hat herausgefunden, quasi für was oder wie die Kinder behandelt wurden. Und sie fragt, ob wir uns daran erinnern, dass sie uns ja gesagt hat, dass die Form von Objekten für die Kinder wichtig war. Ja, da, das hatten wir ja gerade eben erst auf dem Herweg. I do. Well, their illness was called morphophobia. Fear of a shape. Or to be more precise, an aversion to it. Okay, also die Krankheit wurde Morphophobia genannt und das ist quasi die Angst vor Formen. Oder sie will präzise sein, das war so der Anbeginn von. Ja, was für eine Art von Form? What kind of shape? The human body. They couldn't stand the sight of a human body. That was their disease. Okay, also sie hatten Angst vor dem menschlichen Körper. Also sie konnten den Anblick nicht ausstehen und das war ihre Krankheit. Was sie damit meint, dass sie es nicht aushalten konnten, den Anblick. What do you mean that they couldn't stand it? They would literally get sick, vomiting at the sight of any person. Their teachers, doctors, passers-by, their own parents, even seeing each other in the mirror. Ja, also die wurden einfach wirklich krank davon. Sie mussten sich erbrechen, sobald sie eine Person angesehen haben, egal ob die Lehrer, Doktoren, Leute, die vorbeigelaufen sind oder sogar ihre Eltern und sogar sich selbst oder gegenseitig im Spiegel. Ja, was für eine ungewöhnliche Krankheit. What an unusual disease. Yes, which is why the treatment was likewise unusual. Now I know the purpose behind those strange activities. Playing with cubes, collecting parts and so on. Okay, und so findet sie auch, dass die Behandlung irgendwie, ja, abnormal war. Also und sie weiß jetzt auch, was hinter dem steckt, hinter den komischen Aktivitäten hier, mit Würfeln zu spielen und Teile zu sammeln und so weiter. Oh, also warum haben sie dann die Embodies auf der Bühne da zusammengebaut? So why were they assembling an embody on stage? To cultivate in the children a positive association with the sight of a human body. They were using those bits to independently assemble a fairy tale character, a positive character. And thanks to their efforts, a young woman would take the stage, the defender of beauty, protecting a blossoming garden from a wicked witch. Ah, okay. Also, um den Kindern quasi eine positive Assoziation mit dem Anblick eines menschlichen Körpers herzustellen, haben sie sie nach und nach eben aus den Einzelteilen eine Märchengestalt bauen lassen. Einen positiven Charakter sozusagen. Und dank der Erfolge, die dadurch erreicht wurden, wurde quasi eine junge Frau auf der Bühne quasi aufgebaut. Und das war sozusagen die Beschützerung der Schönheit und die den ganzen blühenden Garten von einer Hexe beschützt. Ja, die Hexe symbolisiert quasi die Hässlichkeit. The witch symbolized ugliness? Evidently.
Beauty would triumph over ugliness, and the children rejoiced at their involvement in bringing about a happy end. Bit by bit, their repulsion toward the human body was thus dislodged from their psyches, replaced by a new mindset which filled the human body with beauty and goodness. Wahnsinnig viel zu lesen heute. Okay, also, ja, das Schöne wird über das Hässliche triumphieren. Und Kinder haben quasi daran teilgenommen, weil sie durch ihr mit Zusammenbauen das Ganze zu einem Happy End geführt haben. Und Stück für Stück wurde ihre Abneigung gegen den menschlichen Körper von ihrer Psyche quasi entfernt. Und ersetzt durch eine neue Ansicht der ganzen Sache, dass der menschliche Körper quasi mit Schönheit und Göttlichkeit gefüllt ist. Verstehe ich. Und die Würfel, was war der ihr Sinn und Zweck? I see. And the cubes? What was their purpose? The cubes have an extremely simple shape. Playing in the pavilions blunted the kids' excessive sensitivity. Their psyches were being simplified so as to start sewing in them trivial categories. Good and evil, beauty and ugliness. Because their perception developed in an anomalous manner, the kids saw the world of shapes very differently, in a way that grown-ups could never understand. And there was no other way to save their lives other than to make them simpler. Okay, es wird ein bisschen schwierig. Ja, die Würfel haben eine ganz einfache Form. Und mit diesen einfachen geformten Würfeln zu spielen, hat die Sensibilität, die überaus schlimme Sensibilität der Kinder ein bisschen quasi abgesenkt. Und so konnte man mit der ja etwas einfacheren Psyche dann der Kinder besser die neuen Kategorien quasi erlernen lassen. Gut und schlecht, schön und hässlich. Und aufgrund dieser Wahrnehmung, die sich da entwickelt hat, haben die Kinder dann die Welt noch in anderen Formen wesentlich unterschiedlicher gesehen, als das Erwachsenen möglich ist oder dass das quasi Erwachsene nie verstehen würden. Und es gab quasi keinen anderen Weg, als die Kinder die Leben der Kinder zu retten, als sie einfach komplett einfacher zu stricken, also die Psyche der Kinder. Irgendwie so in der Richtung. Wie gesagt, ist gerade ein bisschen, ja, das ist schon ein bisschen Hardcore-mäßig. Ja, hat unser Spielcharakter auch. Wir haben immer noch Probleme, das Ganze zu verstehen. I'm still having trouble understanding. Hold on. Ja, wir sollen kurz warten. Ja, schön. Meyer. Hennebisch. My name is Ida Meyer. Oh, sie heißt Ida Meyer. Hat sie jetzt gerade rausgefunden? Hast du dich daran erinnert, ja? You remembered? I found a journal. It contains my data. Here. Ida Meyer, age 26, city of Geneva. My personal number. And a date. August 15th, 2058. What year is it, by the way? Ja, sie hat einen Eintrag gefunden, der ihre Data enthält. Sie heißt Ida Meyer, ist 26 Jahre und kommt aus Genf. Und ihre Personalnummer und die Daten, ja. Genau, August, 15. August 2058. Was haben wir eigentlich für ein Jahr? Ja, wir haben schon 76. 76. Wow. So, I'm a psychologist from Geneva. And I've been lying in Mongolian soil for 18 years. Ja, wow, sie ist eine Psychologin aus Genf und ja, hat quasi in der Erde in der Mongolei für 18 Jahre gelegen. Ja, in einer Süßigkeitenbox. Ja, nicht im Dreck, sondern im Sand. In a candy box. And not in soil, but in sand. Very well, in sand. And now I'm in a flower vase. Trying to verify my number. Only, damn it.
Ah, sie ist anscheinend von der ganzen Situation gerade nicht so begeistert. Ja, okay, in Sand. Und jetzt ist sie quasi in einer Blumenvase. Und versucht ihre Nummer herauszufinden. Verdammt. Ja, was los? What? It's not working. The network interface. I can't get online. Oh, mir schwant da was ganz was Neues. Ihr Network Interface funktioniert nicht. Sie kann nicht online gehen. Ganz schwierige Frage, aber ich glaube, da könnte sowas doch 100 Pro in Gabara Garden irgendwo sein. Ja, und er glaubt, ja, dass halt eine Vase nicht unbedingt ins Internet gehen muss. I guess the vase doesn't integrate with the web. Anibish, there's another network terminal underneath the TV. It's functional, only without power. If you can power it up, I'll be able to get online. Oh, okay, wir haben, oder ich habe mich geirrt, es geht anscheinend doch mal nicht nach Gabara Garden. Es gibt ein anderes Netzwerkterminal unterm Fernseher. Es funktioniert, hat gerade bloß keinen Strom. Also, wenn wir den mit Strom versorgen, dann müsste sie in der Lage sein, ins Internet zu gehen. Ja. Suchen wir es mal, schauen wir mal, wie das Ganze einfach verkabelt ist. I'll try. Let's see how the wiring is done. Ah, das ist doch mal schön. Ja, wir sollen Ida helfen, ins Internet zu kommen. Ja. Batteries in the box under the awning. Hm. Okay, anscheinend müssen wir hier irgendwo Batterien reinpflanzen. Stromkabel geht. In der ganzen Wohnung. Irre verteilt. Mann, hier müssen wir auch mal wieder aufhören. Aber es werden anscheinend die Gegenstände immer wieder zurückgesetzt. Also man kann sich da richtig austoben, wenn man Bock hat. Und hier ein bisschen was durch die Gegend werfen. Und ein bisschen die Physik. Ein bisschen für sich Unterhaltung sorgen lassen. Nicht ganz lustig. Ja, ist aber nicht unsere Aufgabe. Wir gucken hier mal, das ist quasi das Terminal, schätze ich mal schwer. Kabel geht hier irgendwo nach draußen. Ich weiß schon. Wir haben ganz am Anfang hier schöne Batterien gefunden. Dann werden wir doch mal diese Batterien hier irgendwo verbauen müssen. Könnte ich mir jetzt gerade vorstellen, ne? Hier irgendwo da hinten geht das Kabel raus. Oder was steht da? In die Box. Ist die Box? Ah, okay. Nochmal ein, zwei. Ah, es fehlt noch eine dritte. Solarkollektor. Eieiei. Schubkarre. Ah. Was drunter? Finden wir leider nichts. Also irgendwo wird sich noch eine Batterie befinden müssen. Aber es ist schön, dass wir mal wieder was anderes machen dürfen, außer Minigames in Gabara Garden zu spielen. Fand ich am Anfang ganz lustig. Ganz ehrlich, aber wenn sich das andauernd wiederholt, dann ist es halt nicht mehr so interessant. Dachten wir eigentlich am Anfang, das wäre hier eher so, wo wir den versteckten Schatz gefunden haben und dass man sich so ein bisschen, ja, so Adventure-mäßig dadurch spielt. Vielleicht kommt es auch jetzt. Okay, irgendwo muss da noch eine Batterie sein. Was haben wir hier noch? Es wäre noch sehr, sehr, sehr viel zu lesen.
und gerade vorhin in dem Gespräch, ihr habt es mitbekommen, es geht zum Teil richtig zur Sache. Bestimmt schade, weil das wären bestimmt jetzt gerade noch interessante Infos, zu denen man jetzt hingelotst wird, indem man die Batterie hier suchen muss. Könnte ich mir vorstellen. Hier ist keine Batterie, vielleicht haben wir hier noch irgendwo eine. Hunting Boots. Das sind aber schöne Schuhe. Okay, eine Batterie mehr. Ah. Bingo. Zack. Alles schön verkabelt. Hooray. Okay. Wir müssen einen Solarkollektor aufbauen, den wir so schön vorhin durch die Gegend geworfen haben. Fällt mir. Ah, jetzt langsam und so alles nacheinander zusammen. Weil ich mich eigentlich frage, warum das alles hier so kaputt ist. Ich meine, der hat ja davor hier auch ganz normal gewohnt. Dass man das so verkommen lässt. Aber was geil ist, langsam wird's Abend. Da werde ich aber heute an dieser Stelle schon Schluss mit der Folge machen, denn jetzt dann kommt wahrscheinlich wieder ein sehr langes Gespräch. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge erfahren, was unsere Ida hier, unsere Roboterblumenvase, im Internet rausfinden wird. Oder mit Netzanbindung. Hier, wir haben Saft, das ist schön. Passend genau jetzt natürlich auch, wo es dunkel wird, haben sie echt super gemacht. Also vom Ablauf her super. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns nächstes Mal wieder bei Cradle. Ciao, macht's es gut.